Guten Morgen. Ich wünsche einen guten Morgen. Ich reise an aus Österreich, um bei euch über Integration zu reden. Das ist natürlich sehr nett von euch. Ich habe die Ehre, heute einen literarischen Beitrag am Anfang dieses Kongresses zu machen. Wie gesagt, ich komme aus Wien. Ich studiere Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst. Und ich habe heute zwei Texte für euch. Der erste Text ist ein bisschen ein kurzer Text und der zweite Text ein bisschen länger, aber nicht so lang wie die anderen Referenten wahrscheinlich. Die Texte entstehen bei mir meistens durch Interviews, die ich mit irgendwelchen jungen Leuten mache, und danach tue ich diese Texte irgendwie gestalten. Also der erste Text. Ein Abschnitt, das Anhängsel. Papa spuckt den Punkt und das sich zu entwickelnde, noch der kleinste Teil einer Flüssigkeit haftet sich fest, klebt wie ein Kaugummi in der Mutter und sieht auch bald aus wie ein angebissener Kaugummi, wie ein Gebissabdruck, ein in Haut umhüllter Rückenmark. Dann Fleisch an die Knochen, zuerst ein Fleischklumpen, das man noch wegwerfen könnte, erst später wachsen Glieder und Glieder an Glieder und Augen und Ohren. So bekommt das Ding seine Fresse. Und nachdem das Embryo sorglos, voll dick versorgt, wie im Aal schwebend im Bauch schwimmt und es nach Fruchtwasserplätsch heißt, it's time to say goodbye to the mothership, schnipp, schnipp, ist genau diese Fresse der Grund, ob ein Kanake dein Vordergrundbild sein wird oder nicht. Ich habe kein Problem mit dem Kanaken auf meiner Haut, auch kein Problem mit dem Kanaken in meiner Brust. Und ich sage auch nicht, dass ich jene, die keinen Kanaken auf der Haut oder in der Brust haben, nicht respektiere. Nein, Mann, ich sage nur, dass jene, die das mit oder ohne Kanake auf der Haut und in der Brust sein, zu Politik machen und missbrauchen, richtige Bastarde sind. Das war der erste Text. Im zweiten Text geht es um die rebellischen Künstler zwischen Spiritus und Sanctus. Unser postmigrantisches Gemüt entspringt einer Rebellionsphilosophie. Keil im Sein, Schizophrenie, Akkulturationsstress, Identitätskrise, Alter, alles überwunden. Das Sinnbild hierfür, der Beschnittene entleert das Bier freihändig ins Pissoir. Er denkt nicht mehr darüber nach, ob seine Vorhautlosigkeit seine Leistung mindert oder stärkt, wie eine One-Night-Instinct-Stillerin darauf reagiert. Nein, Mann, er sieht das Positive an seiner Andersheit. Demonstrativ hält er die Arme hoch, um klarzustellen, juhu, ich brauche meinem Urinstrahl nicht den Weg frei machen. Mein Großer da unten ist einfach ein Knaller. Aufgeplustert ist unsere Haltung. Wir sondern uns aus. Uns wurde der Rücken gestreichelt, das Portemonnaie gefüllt. Unsere Eltern verstehen unser Denken nicht und unsere Kunst nicht, aber sie sind stolz. Wir sind keine Fabrikroboter. Wir sind Freigeister, Unkraut mit Talent, Pusteblumenkinder. Mit dem Sturm steigen wir empor, Vogelperspektive. So entziehen wir uns immer wiederkehrenden Debatten. Wir folgen zwar den immer wiederkehrenden Debatten, aber meistens behalten wir den Senf in der Tube bei immer wiederkehrenden Debatten. Und trotzdem wird unsere Kunst zum Beitrag immer wiederkehrender Debatten. Und von Tag zu Tag wird unser Sprechen lauter, voller Seitenhiebe. Wir sind das Volk und ihr nur Nostalgiker im Einheitswahn. Wir sind die Ruhe der Frieden und ihr die Hetznachrichten, Abtipper und Feindbildkonstrukteure. Uns kann man wenig vormachen. Wir betrachten die Puppen und sehen die Fäden. Auch wir sind bis zu einem Grad von fremden Fäden bestimmt, denn wie sonst könnten wir tun und machen? Und was tun und machen wir?
Wir lieben islamische Kunst, die Geometrie, Ornamente, Arabesken, bunte Ecken, Kanten, in- und übereinander führende Linien und Spitzen im Einklang, Mukanas, Thronsgefühl wie im Kaleidoskop. Wir taggen unsere Liebe an Wände, Arabic Calligraphy, kurvenreich, arabische Buchstaben ineinander geflochten, in Niederungen liegend, sich kreuzend. Und darin erkennen wir eine nackte Frau mit sanfter Haut. Fotografie, Graustufen, kein Schwarz, kein Weiß, eine Kippe glüht auf, Rauch steigt empor zwischen Lippen wie gezogene Striche dünn, die Stirn hoch, Kinn gen Himmel, Nippel am Fotorand abgeschnitten. So führen uns die Nächte durch fremde Gedanken, verschiedene Betten und Gerüche. Tagsüber wiegen wir uns in den Schlaf und wachen nur auf für die Nacht. Wir stehlen die Träume benachbarter vier Wände und wir nachtträumen. Lassen uns bewegen von Melodien alter Lieder aus der Heimat unserer Eltern. Unsere Herzen vibrieren wie gezupfte Sasssaiten, wehen mit dem Atem der Ney. Wir schwimmen im Jazz und tauchen in Soul. Wir finden Sprache. Unsere Glieder bemächtigen sich und sprechen in Kunst, Grafiken, Porträts, Typografien. Film, Literatur, Musik. Manchmal ist eine Doku unsere Sicht, ein Blog unsere Meinung und Rap unser Statement, damit du weißt, wer der Babo ist. Wir nehmen Verantwortung wahr, aber nehmen uns in Acht von Lasten, die uns aufgebürdet und Worten, die uns auf die Zunge gelegt werden. Für den Schutz sind wir vielleicht Nachtmenschen geworden. Wenn die Lichter der Straßenlampen durch die Jalousien fallen, erinnern sie uns an Gott. Uns überkommt Melancholia, führt zu Insomnia und stärkt die Sehnsucht nach Utopia. Spirituelles Dilemma. Wir gehen davon aus, dass Gott uns liebt und kleben dem Gewissen den Mund zu. Die meiste Zeit glauben wir zu wissen, wer wir sind und wofür wir stehen. An manchen Tagen bemerken wir aber zu stopfende Löcher und zu verputzende Risse. Dies ist der Ansporn, weiter am Ball zu bleiben. Wir wissen, was wir machen, ist gut. Und die anderen wissen, was wir machen, ist gut. Denn wir machen, was wir machen, mit Herz und Blut. Und natürlich ist alles gleichzeitig ein Streben nach Ruhm und Anerkennung, da wir immer zwei Schritte mehr machen mussten, um gleich auf zu sein. Wir hassen es aber trotzdem, hofiert zu werden, weil unsere Namen anders klingen oder wir eine Geschichte mitbringen, weil fremde Topografien in uns sind, die wir ins Deutsche übersetzen können. Wir finden aber gratis Essig nicht leckerer als Honig. Sie sagen, ihr bereichert uns. Wir sagen, wir sind die, die wir sind, weder Genuss noch Verlust. Dankeschön.